Willkommen zum nächsten Part von Star Wars. Ist jetzt auch schon abends bei mir und dachte, ja, nimmst du ein bisschen was auf. Einfach so aus Langeweile. Habe ich gerade sehr krass Aus aufwissend. Langeweile. Ja, im letzten Part hatten wir am Ende noch die Tone verteidigt. Vor, ja, nichts Großartigen. Vorletzten Part ist ja da auch das Spiel abgestürzt. Und wir haben eine doch etwas starke Raumschlacht über, ich spreche von das Niro, Nirauan gemacht, die doch relativ die guten Widerstand geleistet haben. Trotz ihrer, na gut, das waren ja die schon stärkere Sternzerstörer. Und wollen wir heute versuchen, auf dem Planeten zu landen. Ach gut, das ist der. Versuchen auch noch vielleicht noch einen anderen Planet zu schaffen, ja, einzunehmen. Ich habe gerade mein Handy vergessen. Wieder super vorbereitet. Ja, und um zu schauen, was da auf dem Planeten Besonderes gibt. Ja, fangen wir direkt an. Derzeit mache ich die Stoppuhr. Watchkeeper-Fregatten. Okay. Komischer Name. Eine einzige Lufteinheit. Wo ist denn der Rest? Bin unterwegs. Zielkoordinaten eingegeben. Bin unterwegs. Okay, ich frage mich gerade ernsthaft, wo der Rest ist. Aber gut. Okay. Komisch einfach gerade. Müssen wir nachher welchen. Ich hab da, wir haben doch extra neue reingezogen. Was sind das hier? Okay. Was ist das? Tempel oder ein Palast, na gut. Leistet ihr mal Aufklärung. Und ihr natürlich da. Bitte verteilen. Sumpfgleiter. Ja, gibt es im normalen Force of God schon auch. Gut gegen Infanterie, aber sonst, naja. Kommt ihr auch mal mit? Ihr könnt euch verteilen. Ein Gleiter. Ich möchte gerne welche Posten hier unten einnehmen. Tatsächlich nur ein einzigen. Oh ja, hier wäre die Basis. Was haben wir denn hier? Könnten wir versuchen, den abzuschießen. Ja, sonst gehen kommen erst langsam mit unseren Truppen ran. Bin unterwegs, Sir. Okay, es sind auch schwere Kampfläufer, selbstverständlich. Setze Sturmtruppen ein. Bombardement verfügbar. Aufgang später. Jawohl, Kommandant. Bereit. Abgeladen. Ich verstehe nicht, warum die den nicht treffen. Warum trefft ihr den nicht? Aber auch egal. Könnt ihr mal bitte das Gebäude da zerstören? Bomber in Bereitschaft.
mach doch bitte das kaputt. Ich verstehe das. Das explodiert nicht, warte. Okay. Gut. Können Sie wenigstens keine Stärkung mehr bekommen? Dich mit dem Leiter anlegen. Oh, ich habe da gerade eine TAT gehört. Da. Hört ihr das auch, dieses Explodieren? Oder dieses, was zerstört wird? Aber wir können jetzt mal die Truppen schon mal schnappen. Ja, kann holt euch mal alle nach den anderen. Das ist natürlich blöd, das Teil. LAT-Schiff abschießt. Mir soll es recht sein. Boing. Oh, wie heißt die denn eigentlich? ATAP. Ja, das sind auch von der Republik damals Kampfläufer gewesen. Jetzt nicht so stark. Hat er gerade dort gesagt? Ja, das Ding nervt mit mich. Können wir das damit abschießen? Naja. Ach, geht ja so mit. Ja, das LAT ist schon mal gut aufgeräumt. Das ist alles die Panzerartillerie. Na gut. Verloren dürfen wir eigentlich nichts haben, außer vielleicht die Schiffe. Die LAT-Schiffe. Haben wir auch. Toll. Sternenzerstörer hier. Achso, genau, wir wollten unsere Flotte neu ausbessern. Also schön, wir haben was getrunken. Konstruktion abgeschlossen. So. Aufrüstung abgeschlossen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was wir bekommen. Gebäude wird Aufbau hat begonnen. Das ist eigentlich mit einer Großkampfwerf gerechnet, aber naja. Aufbau hat begonnen. Können wir wenigstens hier unsere Bodentruppen raus aufrüsten. Warum auf immer haben wir einen schweren Anklärer verloren? Ich verstehe es nicht. Einheit wird produziert. Teilklaus, da bin ich mal gespannt. Konstruktion abgeschlossen. So, haben wir dann die Watchkeeper. Also, ich glaube, der ist neu, ne? Ja. Dreadnought-Kreuzer kennen wir schon. Das sind, ja, die haben Jäger und Bomber an Bord. Wo sind denn die Watchkeeper-Fregatten? Ja, das sind Victory-Fregatten. Nebulon B-Fregatten können wir ja auch machen. Konstruktion abgeschlossen. So, der Eidolon-Kreuzer. Oh. Gab's den vorher auch schon?
tatsächlich. Hä, hey, aber wo ist denn das jetzt, die Watchkeeper-Fregatten? Okay. Leicht verdientes Geld. Ja, ist gut. Abgeschlossen. Aufbau hat begonnen. Einheit wird produziert. Frage ich mich jetzt echt, wo die sind? Na gut, dann warten wir. Vielleicht kommen die auch mit einer höheren Raumstation. Mal überlegen. Gehen wir jetzt hier nach links, Richtung Endor. Auf Endor konnten ja die Rebellen. Ließen sie zwei imperiale Sternzerstörer bauen. Oh, interessiert mich mal. Gucken wir uns mal Bakura an. Fahrzeug wird produziert. Ah, ich Doofkopf. Wir wollten ja sehen, was da ist. Oh, die Black Sun hat ja eine Handelsroute. Hier ging es ganz schön nach oben mit unseren Credits. Militär. Oh, die Rebellen kommen gefährlich nah. Ja, Planetennamen die Rebellen am meisten. Wahrscheinlich, ja, sieht man hier auch. Konstruktion abgeschlossen. Ja, werden es wahrscheinlich noch einige starke Verteidigungsringe erwarten. Aber ich freue mich drauf. So schöne große Raumschlachten. So, das haben wir hier auf Endor. Dieses Zeichen bedeutet außerdem, dass sie einen Überfall machen können. Da steht es. Konstruktion abgeschlossen. Was haben wir hier? Wenn wir zuerst Bakura angreifen, das würde sich hier oben lohnen. Dann bräuchten wir auch hier keine Schiffe stationieren. Oder zumindest keine starken. Gebäude wird errichtet. Was hatten wir noch verloren? Fahrzeug wird produziert. Konstruktion abgeschlossen. So, gut. Hol es uns doch mal neu auf. Ah gut, ja, genau, wir hatten ja hier. Was hier, genau. Das wäre ja die Verstärkung für den hier oben. Nur da oben diese großen Schiffe hier auch noch. Sonst würde ich euch gerne mal das Schiff hier zeigen. Ich hätte auch einen Kommentar bekommen, dass der Supersternzerstörer, wo ist er? Ja, die Exuter groß ist. Aber keine Sorge, es gibt noch dicke größere Schiffe. Das hier ist vor allem auch größer. Das hier weiß ich jetzt nicht genau. Aber es ist auch ein ziemlich gutes Schiff. Ich glaube, das kaufen wir uns mal. Damit wir mal hier was Besonderes haben. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird errichtet. Ja, wenn die Watchkeeper-Fregatte nicht kommen, dann frage ich mich, ja. Okay. Oder ist es irgendwo hier hinter geraten? Ich wollte gerade gucken, ob man nur spezielle Anzahl an denen bauen kann. Man kann ja nicht vorher von Schiffen nur eine bei den großen zumindest eine spezielle Anzahl bauen, wie von Red Eye Kreuzern. Könnte man hier auch aufrüsten. Da hätten wir gleich uns MK2 Schiffe kaufen können. Ja, wieder über Kursen. Oh, jetzt holen sie es nach. Wir hätten es ja einmal gehabt, aber da ist ja leider das Spiel abgestürzt. Aber wir abstürzen. Ich sollte es mal lieber jetzt nochmal speichern. Wir könnten es auch eine Flotte machen mit kleineren Schiffen. Oh naja, ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnen würde. Das ist ja nochmal der Guardian-Kreuzer.
Der hier sieht interessant aus. Konstruktion abgeschlossen. Na. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder ist die hier irgendwo? Wir können da mal durchgucken. Das sind die Dreadnought-Kreuzer. Das Titan-Kreuzer ist es nicht. Der dürfte es auch nicht sein. Nein. Nein, X-Escort. Nein, seid nicht. Und das sind Victory-Kreuzer, Guardian-Kreuzer. Während das sind die anderen Kreuzer. Ja. Der sieht ziemlich lustig aus. Sieht interessant aus, das Schiff. Wir könnten uns ja mal zwei reinpacken. Die Clips machen wir jetzt mal wieder raus. Wie ihr im letzten Part gesehen habt, ist die doch relativ anfällig, auf kleineren Karten zumindest. Wo wollen wir die denn stationieren? Ich glaube, wir lassen die Clips hier auf Nero hier auf dem. Ach, ich kann den Planeten nicht aussprechen. Einfach. Falls sie doch mal irgendwie dahin kommen können. Weil mit Korruption können die Senkonsortium sich an. Also man kann, ich glaube. Ja. Und das könnte zum Beispiel so sein, wenn hier die Black Sun wäre. Die würden den Planeten korruptieren. Da könnten sie sich mit einer Flotte einfach an hier vorbeischleichen, der Raumstation plus Flotte vorbeischleichen, einfach direkt hier angreifen. Das ist ziemlich fies. Wir brauchen aber lange die Eidlung Kreuzer. Kreuzer meldet sich. Ah, jetzt mischt er sich da mit rein. So, jetzt ist unser Implacable-Schlachtkreuzer fertig. Ich werde versuchen, möglichst alle Schiffe mal zu zeigen. Auch die später haben wir genug Einheiten kapaziert und vor allem auch Geld. Gut, wo kommt es jetzt mal? Befehl bestätigt. Können auch irgendwann bald mal den Todesstern bauen. Jetzt im Moment noch nicht, weil die Einheitenkapazität doch noch sehr gering ist. Und ich habe wieder Korruption. Und Korruption. Sich das trauen. So. Gut, der ist jetzt auch fertig. Ziehen wir euch nach oben. Ja, gut, lass mich in Ruhe. Da ist Abwehr. Gegnerische Flotte nähert sich. Och Leute. Weißt du was? Ich zieh die mal hier nach oben. Einfach aus dem Grund, damit vielleicht sie irgendwann mal aufhören, immer an die gleichen Stelle anzugreifen. Dann ziehen wir. Ich möchte da gerne, wenn schon irgendwas als Abwehr. Ziehen wir einfach unsere Torpedo-Plattform dahin. So, ich speichere nochmal. Drehe bei. Oh, jetzt haben sie ihren Spezialkreuzer. Diesen großen. Ich glaube, das ist der große blaue. Der ist ungefähr genauso stark wie ein Supersternzerstörer. Ah, ich glaube, sie haben sie gleich auf Yavin 4 zugeschlagen. Ich glaube, taktisches Gefecht steht kurz bevor. Ah, sind sie doch eher dran. Oh. Ist er dabei? Okay, das sieht schon gefährlich aus. Aber das Gute, wir haben jetzt die Eclipse da hingezogen. Gefunden. Oh, das ist, ich höre schon. Lass mich mal kurz gucken. Oh. Ach, die Eclipse steht da aus. Super. Für Befehle. Verstanden. Also. Hier. Zu Befehl. Raumstation wird angegriffen. Das leckt gerade. Unsere Sensoren melden eine Flotte im Anflug. Zeigt ihnen, wie wir mit Verrätern umgehen. Ja, und zwar wird auch so.
Feuer auf diese Laserbatterien. So, zack. Verstanden. Das war's für dich. Ich habe das nur abgekürzt, weil das doch ziemlich nervig ist. Ja. Alle Energie in den Antrieb. Sternzerstörer in Bereitschaft. Alter. Oh. Unterwegs. Jetzt hat sich die Black Sun eingemischt. Auch noch. Einsatzbereit. Das ist natürlich jetzt ziemlich ärgerlich. Das ist natürlich jetzt richtig gemein. Du ziehst dich mal, weil du ordentlich Schild verlierst. Erwarte ihre Befehle. Konstruktion abgeschlossen. Hier meine, das ist übrigens der Schildschub. Kommt ihr mal mit dahin? Du auch mal bitte die Schilde. Das Ding ist echt auf großen Maps nur, sonst ist das Ding doch etwas zu groß. Wie ich gesagt hatte, dass man kann auf große Schiffe verzichten, da sie echt empfindlich sind. Erwarte ihre Anweisungen. Verliere die Kontrolle. Noch mehr Gegner. Tja, euer kleiner Hinterhalt von der Seite kommen, könnt ihr euch in den Arsch stecken. Euer Befehl, Sir. Station bereit. Das ist übrigens auch ein koreanischen Zerstörer, den werden wir uns auch später bauen. Wo wäre es denn die Schilder ausgefallen? Was hat... Zeig euch jetzt hier mal aus, Schilder. Ach Leute, ich wollte es eigentlich nicht so unlange schlachten. Was hat denn die Schilde vernichtet? Ah ne, haben sie nur runtergeschossen. Alter Leute. Tja, machen wir zwei Frontenschlacht. Ja, ist eigentlich nicht so schlimm. Du weißt zwar nicht, warum die sich nicht bewegen. Ja, Commander. Ah, ich glaube, wir werden den verlieren. Bin unterwegs. Zerstörer hier. Hier sieht es aber dafür relativ gut aus. Verstanden. Ah, Sturm können wir nicht nochmal machen. Habe verstanden. Kreuzer online. So, räumt mal damit auf. Könntet ihr mal bitte angreifen? Es war sehr freundlich. Tja, ärgerlich, dass wir jetzt unseren Helden verlieren. Na, kann man nichts machen. Oder lassen Sie ihn in Ruhe. Bereit für Befehle. So, dann mal hier. Tja, ich glaube, das war's wohl. Ach komm. Sternzerstörer in Bereitschaft. Verzieht euch und lasst mich in Ruhe. Sternzerstörer hier. Station wird angegriffen. Ach, vielleicht können wir wieder mit der Clips feuern. Verstärkung hoch. Fangstrahl deaktiviert. Information. Ach kommt, ihr seid so nervig. Ja, Commander. Station bereit. So, wir haben den Schuss. Wir haben die Ionenkanonen verloren. Tja, ist jetzt blöd, das war's mit dem Held. Aber, naja. Na, dafür liegt die Schlacht im Moment. Erwarte Befehle. Was macht denn hier so viel Schaden? Ach der hier, hier ist auch noch ein Sternzerstörer. Erwarte ihre Befehle. Erwarte ihre Anweisungen. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Die Schilde sind ausgefallen. Ach Kacke. Euer Befehl, Sir? Ja, ich schick die mal aus Versehen mit nach oben. Hörtankreuzer hier. Erwarte Befehle. Commander, wir sind unterwegs. Na gut, dafür war es hier auf der Seite. Noch mehr Gegner. Zu Befehl. Werde beschossen. Commander, Sie schaffen wollen. Melde mich wie befohlen. Ich glaube, wir sollten hier doch noch... Ich glaube, ich werde als nächstes unsere Flotte hier hinsetzen, damit das nicht immer so lange dauert.
die kriegt ihr doch jetzt wohl mal kaputt. Ich verstehe nicht, warum die jetzt einfach nur doof rumstehen. Oh, der Part ist eigentlich schon vorbei. Ja, die Schlacht machen wir noch zu Ende. Roger, bestätigt. Komm, mach jetzt die Scheiße kaputt. Wo ist eigentlich deren Held? Was machst du denn da oben? Deinen Ausweg. Jawohl, Commander. Oh, die Eclipse hat auch kein Schild mehr. Unterwegs zu den Koordinaten. An. Sofort. Voller Schub. Antrieb auf Feuer. Ah, die ist ziemlich nervig. Information. Commander, unsere Schilde werden uns vor diesen Asteroiden nicht schützen. Du sollst auch nicht in die Asteroiden fahren, sondern hier zur Raumstation. In Bereitschaft. Verstanden. Hat unser Hyperraumgeschütz zerstört? Jetzt habe ich sie. Alter. Zerstörer hier. Jetzt habe ich was. Ach, come on, ey. So nervig. Was sind das überhaupt für Bomben? Alter, die sehen ja mal krank aus. Ich habe ihn. Unsere Raumstation wird angegriffen. Kreuzer in Bereitschaft. Geht ihr Feuer auf euch. Bestätigt. Habt ihr jetzt endlich mal die nervigen Gäste hier unten getötet? Schießt das Ding? Oh, das schießt aber ordentlich weit. Oh, das ist Rutschgeschwader. Verfolgt die Nachzügler. Ihr habt was gefunden? Habe verstanden. Ich verliere. Wieso kann ich denn die Eclipse nicht auswählen? Sicher, Commander. Bin an ihn dran. Ich glaube, den können wir nicht anvisieren, ne? Nein. Schade. Komm, zerstört die. Ich finde die ein bisschen überpowered. Weil die sind zwar gute Piloten, aber Piloten sind eigentlich fast alle gleich, nur die haben ultra hohen Schild, das finde ich ein bisschen übertrieben. Zum Befehl. So zieht er sich denn eigentlich nicht zurück? Bereit zum Befehlsempfang. Position bestätigt. Noch irgendwo. Kreuzer hier. Ich ordentlich verletzt. Geht ihr auch mal mit da oben? Habt ihr noch euren Antrieb? Ja, der zumindest. Waffen geladen. Frequenz offen. Alle Energie Roger, bestätigt. Wir rücken vor. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Was mit dem Rutschgeschwader jetzt hier? Information. Dann würde ich mal sagen, ne? Greife an. Ich bin dein Schicksal. Gut, dann erfülle mein Schicksal. Roger, bestätigt. Information. Greife an. Ach man, ey. Was ist das denn hier noch? Ach, die leben doch noch. Sternenkreuzer hier. Was ist da oben? Erwarte Befehle. In Angriff. Na endlich, jetzt verzieht euch mal. Geht zum Angriff über. Maximales Wirkungsfeuer. Kriegen wir dich noch? Nee. Oh, gehen die mir auf den Nerv. Ja. Ach. Hyperraumgeschütz. Gebäude wird errichtet. Aufbau hat begonnen. Aufbau. Wo ist das? Gebäude wird errichtet. Ach man. Ach, Gebäude wird errichtet. Ach Leute, ey. Nervig. Einfach nur nervig. Einheit wird produziert. Vorwärts auf diese Position. Nervig, das ist immer noch das. Du verziehst dich da jetzt mal. Du hast mich gerade aufgeregt. Sind unterwegs.
Gut, dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir Bakura einnehmen. Bis dann.